Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Darkest Dungeon, wo die Sache in der letzten Folge ein ganz kleines bisschen außer Kontrolle geraten sind. Wir haben unsere Stufe 3 Barbarin verloren, sie wurde von dem Fanatiker einfach so an die Wand gefletscht, weil ich nicht wirklich wusste, was uns da erwartet und dementsprechend im Großen und Ganzen eine Heldentruppe dabei hatte, die nicht so ganz optimiert war für den Kampf gegen diese vampirhassende Bestie. Das nächste Mal wird es besser verlaufen. Ich hoffe aber einfach mal, dass das nächste Mal nicht gleich heute sein wird. Ich wollte noch ein bisschen Blut holen, aber das Spiel spielt nicht so ganz mit. Deswegen gehen wir jetzt erstmal ins Labyrinth. Wieder mit einem Vampir. Es kann also durchaus passieren, dass der Fanatiker auftaucht. Ich hoffe aber, dass das nicht passieren wird. Und ich hoffe einfach, dass wir möglichst bald eine vernünftige Quest für die Reserven des Winzers kriegen. Denn sonst muss ich auf Stufe 3 gehen. Ich würde aber lieber auf Stufe 1 nochmal gehen. Okay, kein Fanatiker diesmal. Kein Fanatiker diesmal im Dungeon. Das ist ehrlich gesagt schon mal ein bisschen beruhigend. Ich habe es ja auch drauf angelegt, mit meinen vier Vampiren da, ne? Es war, na, die Barbaren. Die arme Barbaren. Quickly down there in the dark. But perhaps we can slay them even faster. Na gut, auf geht's. Keine Kräuter dabei. Bringt uns das gerade, kann man damit nicht wirklich interagieren. Der Gifthauch, der ist ja schon fast ausreichend hier. Um sie zu erledigen, das ist ja schon ganz cool. Und niederstrecken, rums. Ich habe vor allem die beiden Stufe 1 Helden, die wir tatsächlich noch in unserem Kader haben, die habe ich hier mitgenommen. Die sollen jetzt nämlich ein bisschen Erfahrung sammeln. Darum geht es hier im Großen und Ganzen. Die Helden aufleveln, gleichzeitig vielleicht ein bisschen Loot anschleppen und den Dungeon Level ein bisschen erhöhen. Das sind die Ziele der heutigen Mission und ich denke, die werden wir auch erreichen. So, ich fände es gut, wenn wir vielleicht ein bisschen Blut unterwegs finden würden, aber ich rechne ehrlich gesagt nicht damit. Ja, ich habe nicht nachgedacht. Ich habe nicht dran gedacht, dass er ja so versessen auf das Blut ist und es deswegen am sinnvollsten ist, sämtliche Interaktionen mit irgendwelchen Kuriositäten natürlich mit ihm zu machen. So, wir müssen alle Raumkämpfe abschließen. Das heißt, wir müssen da unten auf jeden Fall hin. Wir müssen da oben hin. Meine Güte, hier ist was los, wa? Kopfgeldjäger kann mit Fallen umgehen. Naja, gut, es geht. Es geht. 50%. Okay, gehen wir erstmal da runter. So, das Blut habe ich natürlich mitgenommen, weil er schon wieder im Verlangen ist. Paid for in blood. So, und ich dann das Blut dabei haben will, wenn er wieder in den dahinsichenden Status übergeht. Das hat gesessen. Eine Blendgranate, zack. Komm mal wieder nach vorne, Schätzchen. Na, da hinten schlägt die Artillerie zu. Und hier vorne der Kreuzritter. Weil Stressschaden gehe ich kein Risiko ein. Also mit dem Stressschaden, das ist ja im Kampf gegen den Fanatiker auch eskaliert, ne? Das war echt heftig. Continue the onslaught. Destroy them all. Das war echt heftig.
Du bist der nächste Bursche! Ja, ich weiß, ich hätte ihn einfach erledigen sollen, aber mir war danach. Mir war gerade mal danach. Gut, dafür blutet er jetzt wieder. Scheiße. Ich sollte in diesem Spiel echt nicht zu viel rumspielen. As victories mount, so too will resistance. Ich sollte echt nicht so viel Spielereien machen hier. A blazing star is born. Das könnte mich nämlich einiges kosten. So, jetzt wird's spannend. Erschaffen wir uns neue Vampire? Ja, hab ich. Wenn du nicht passt, habe ich Blut für dich. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Obliterated. Lief nicht ganz so gut, wie ich gehofft hatte. Ja, weil mir einmal Schaden machen gefehlt hat, ne? Der Kopfgeldjäger hat ja gepasst. Dann hätte ich vielleicht noch einen mehr erwischen können. Aber so geht auch. Habt ihr Blut dabei? Ich hab sogar Blut dabei! Und einen Knüppelaufsatz für den Hundemeister. Plus 25% Chance auf die Betäubenfähigkeit, die ich nicht benutze mit ihm. Ein paar Büsten haben wir auch, das ist sehr schön. Irgendwas, um sie zu heilen hier. Nimmt noch 5 Schadenspunkte, dann hat sie noch 17 Lebenspunkte. Na gut, das geht. Das geht, das ist jetzt nicht so super schlimm. Okay, dann mal zurück, Leute. Und dann lasst uns unsere weitere Route planen. Am sinnvollsten wäre es, wenn ich jetzt hier oben lang gehe. Definitiv. Oh, warte. Ist unglaublich, ne? Ist unglaublich, wie viele Raumkämpfe wir diesmal haben hier. Die wir tatsächlich dann auch machen müssen, alle, für die Quest. Der Kopfgeldjäger war's, ne? Jo. Jetzt kommt nämlich eine Falle, die er erstmal entschärfen kann. So. Und dann stürzen wir uns in den nächsten Raumkampf. Spinnen. Okay. Also Spinnen. Another abomination cleansed from our lands. Spinnennerven. What? Alter. Natürlich. So, er kann. Warte mal, ich muss mal kurz. Ich will gerade meinen Okkultisten noch mal dran kommen lassen, damit der noch mal versuchen kann, sie zu heilen. Das sieht doch schon besser aus. Oh, mach sowas nicht mit mir. Mach sowas bitte nicht mit mir, ey. Oh. Blut. Oh, jetzt hat sie natürlich aufgehört zu bluten. Sonst hätten wir jetzt Bandagen gehabt. Das ist doch scheiße, ey. Ein seltsam anmutender Tisch. Möglicherweise findest du irgendwo Essensreste. Nee, braucht man nicht.
Das Weihwasser wird auch nicht helfen da. Ne. Da hilft das Weihwasser nicht, da brauchen wir Kräuter oder was. In Radiance may we find victory. Und der nächste Kampf. Und das erste Mal, dass wir Schweine treffen, seit relativ langer Zeit tatsächlich. Schweine sind halt Schweine, ne? Ich finde es aber gut, dass unsere Gruppe relativ viel ausweichen kann, ne? Tatsächlich. Wumms! So, der ist weg. Sie kriegt noch mal ein bisschen was aufs Maul. Ah, der Blödmann teilt aus. Und zwar echt nicht knapp. Decimated. Oh Gott, das hat gesessen. Das hat definitiv gesessen. Diese Schweinespalter sind nicht ohne. Die sind definitiv nicht... Ja, super. Ein kritischer Treffer für 6 Punkte, weißt du? Läuft ja bei dir. Ein Punkt. Oh Gott. Machen wir gleich den hier. So, der kriegt eine Blendgranate. Vielleicht ist er dadurch betäubt. Wunderbar. Da kommt jetzt der... Ich wollte gerade sagen, jetzt der Okkultist. Dann kann er nämlich nochmal für 3 Punkte heilen. Also ich habe bei den heutigen Aufnahmen habe ich kein Glück mit der Heilung des Okkultisten irgendwie. Die will nicht so wirklich. Das lief schon mal besser. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Das lief definitiv schon mal besser. So. Theoretisch haben wir noch 2 Kämpfe vor uns. Also einen, den wir noch machen müssen und einen, den wir noch machen können dann. As the light gains purchase, spirits are lifted. Und ich habe ja schon gedacht, dass mindestens einer davon nochmal Vampire sind. Boom, so ist der erste schon mal erledigt. Und den auch schon mal erledigt, wunderbar. Das tut es aber nicht Not. Das tut nicht Not. Nein, das brauchst du nicht. Okay. Gut. Bravo, Vampir. Das tut nicht Not. Das tut nicht Not. Das musst du nicht. Nein, tu es nicht. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Masterfully executed. Ich brauche jetzt nicht noch einen Blutfluch in meiner Gruppe hier. Davon haben wir weiß Gott schon genug. Wir müssten eigentlich mal versuchen, ein paar zu heilen. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. A decisive pummeling. Das ist gefährlich. Der muss mal weg da. Der auch. Das war der falsche für den entsprechenden Fluch, oder? Wenn ich so drüber nachdenke. Unnerved, unbalanced. Was für eine Krankheit. Was für eine Krankheit hast du ihm gerade angehext, da? Skorbut. Mhm. Gut, ja, die heilen wir dann. Das ist... Da kann ich noch mit leben. Krankheiten heilen ist ja nicht so schlimm. Im Moment zumindest. Im Moment haben wir die Ressourcen. Alter, die Kerle, die nerven total, ey. Jeder, der betäubt, nervt. The blood quickens. Definitiv.
Oder? Jeder, der betäubt, nervt. So, tschüss, Mann. A trifling victory. But a victory nonetheless. Ja, ich leg's drauf an. Ich leg's drauf an, dass das hier doch noch schief geht. Die Bücher ignoriere ich mal, aber hier ist noch ein Kampf. The way is lit. The path is clear. Oh, ich bin ganz ehrlich, ich habe mit Vampiren gerechnet. Das ist ja nicht schlimm. Die sind ja nicht so schlimm, die können ja nicht viel. Die können ja nicht so viel, das könnte wesentlich schlimmer sein, ja? Schaden pro Runde, 2 Lebenspunkte. Na, das machen wir den fertig. Kann der noch mal schießen, was soll's. Ist ja nur ein Eilschuss, da kommt nicht viel bei raus. So, und tschüss. Seize this momentum. Push on to the task's end. So, und fertig. Their squeals fade. Their confidence is shaken. Endlich mal wieder ein Erfolg. Das hat ja jetzt echt schon so ein bisschen auf sich warten lassen, ne? Aber wir brauchen noch so unglaublich viele Büsten für diese verdammte Blutbank. Oh, die haben immer noch kein Level Up. Das heißt, wir müssen sie bei Gelegenheit blöderweise nochmal in den Dungeon schicken. Schwäche der Verzweiflung, minus 3% kritische Trefferchance bei Lebenspunkten unter 50%. Kind des Schicksals, kann einen beliebigen Fehlschlag in einen Treffer verwandeln. Das ist natürlich geil. Und Bestienhasser, plus 15% Schaden gegen Bestien, minus 15% Stressschaden gegen Bestien. Na, okay. Okay. Even these dirt-covered dullards have their uses. Put them to work. Erfahrungsgemäß nehmen nur wenige Wanderarbeiter den Weg über den alten Pfad auf sich, aber die immer schlimmer werdenden Umstände treiben sie zu immer verzweifelteren Maßnahmen. Kostenlose Verbesserung für ein Gebäude. Ihr Grill. Dann mal. Das Sinnvollste wäre es wahrscheinlich, Waffenschmiede Level 5 auszubauen, weil das wäre letztendlich das teuerste von denen, die wir jetzt hier machen ja auch. A sharper sword, a stronger shield, anything to prolong a soldier's life. Das mache ich auch. Könnte ich rein theoretisch ja bei meinen Charakteren allgemein noch mal wieder gucken. Das war, ich meine, er kann auf jeden Fall hier, ne? Guck mal, er kann sogar schon auf die höchste Stufe. So, aber er kann auch noch ein Upgrade kriegen und er auf jeden Fall auch. Und unsere Stufe 3 Leute auch. So, nur die Stufe 2er und 1er noch nicht. Was mich erinnert, dass wir da einen Stufe 1 Helden haben, der Skorbut behandeln lassen muss. So, aber wir haben immer noch 29.000 Goldstücke, das ist schon in Ordnung. Haben wir eine Barbarin Stufe 2? Eine Barbarin Stufe 1. Die kann ich ja erstmal nehmen, die können wir uns ja zur Not dann noch weiter hochzüchten.
Oder beziehungsweise im Zweifelsfall können wir sie auch austauschen, wenn jetzt eine Barbarin der Stufe 2 in der Kutsche kommen sollte. Das geht natürlich auch. Hauptsache, wir haben erstmal wieder einen Barbarin. Barbaric rage and unrelenting savagery make for a powerful ally. Ich brauch Büsten. Ich brauch dringend Büsten. Ich muss mal gucken, wo ich Büsten herkriege. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit The Darkest Dungeon für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.